Hallo und herzlich willkommen. Ich bin dankbar wie dieser Mensch mit dem Becher, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Cyberpunk. Wir machen schnell eine kleine Nebenmission, bevor wir in der Hauptmission weitergehen. Hier war mal ein Fahrstuhl, aber... ...mit einem Tropfen Beischuh, jeden Fußpilz, einen anderen Scheiß platt machen. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank für die Information. So, hier ist einiges am Bienen. Wohnst du auch hier? Nee, aber ich will deinen Schnaps. Hallo. So, danke. Manchmal ist es nicht so einfach. Was ist mit ihm denn? Griffin Bono. Hallo, warum kann ich das Blatt nicht nehmen? So, wir scheinen noch eine Etage nach oben zu müssen. Das sieht nice aus. So, hier ist nichts weiter. Dann gehen wir ja auch ohne Probleme. Was finde ich schon Medikamente? Wir nehmen erstmal alles mit, was hier so ist. Was ist das? Ist das eine Crack-Küche oder sowas? Also Cyberpunk-Crack? Kühlschrank. So, guck mal, hier haben wir einiges. Ein Heftchen, die Wahrheit über Cyberpsy. Noch was, hier ist noch ein Kistchen. Hier ist ein Schränkchen. Was hier los ist, ne? Wahnsinn. Irgendwie wundert es mich, dass hier keiner ist. Aber gut, mir soll es recht sein. Hier haben wir noch ein paar Dinge zu sammeln. Da ist nichts mehr, aber hier haben wir noch eine Halbplatte. Hallo. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, dass es halt. So, warte mal, die vermeintlichen Küchenbereich. Haben wir da ruhig. Da haben wir Dollar gefunden, auch nicht schlecht. So. Ein Würfel. Aus wie ein Zauberwürfel, soll es bestimmt auch. Wahrscheinlich die Cyberpunk-Variante. Gut, da ist ein Schränkchen. Hier liegt jetzt Gedöns. Oh, mal einer an Neon. Hier ist nix. Die Medikamente. Aua, wie denn? So, hier sind wir reingekommen. Den Raum haben wir noch nicht durch. Gesammelt. Hm. 15 Meter. Aber wo soll ich hin? Den habe ich schon aufgemacht. Wo ist die Haupttür? Hier ist die Haupttür. Gut, hier waren wir drin. Hier waren wir drin. Jetzt sind wir durchgelaufen auf jeden Fall.
muss garantiert irgendwie draußen auf dem Balkon noch jumpen. Weil hier ist ja nichts mehr. Finde die gestohlenen Medikamente. Komm ich hier hoch irgendwo? Na hier, ne? Okay. Nächste Etage. Mit ohne Balkon. Das schönes Inn. Das ist auch nichts. Gut, sind wir da. Neues Item. Irgendeine Knarre. Oh, Ingenieurshelm mit Headset. Hm. Den werden wir uns doch mal akkurat gönnen. Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Ja, für mich. Hi! Achchen. Wie war's? Ach, der ist gar nicht tot. Der ist gut. Lass mal auch. Das muss ja nicht sein. So, da sollen wir untersuchen auf jeden Fall. Sammeln wir aber erstmal alles. Hier. Sammeln. Pack mal weg die Bude. Benutzen, schließen. Benutzen. Nachrichten 2. Treffen. Ich dachte, ich kann vielleicht Breach-Protokoll. Ja, schön einen abgebildet, wenn ich. So, Machen wir drin. Da kommen wir nicht hin. Hier ist noch die Döns. Oh, schön Waffen. So. Ja, boy. Sei doch froh, dass ich nicht gekillt habe, oder? Ach, da geht's, siehst du? Gut. Wahnsinn. 1C55. Hart schwierig. So. Haben wir denn dann alles? Würde ich sagen. Rücken zur Wand. Und nun? 60 Meter in die Richtung. Achso, ich muss erstmal raus hier, oder? Ist ja gut. Wenn wir hier unbehelligt rauskommen. Ich bin gespannt. Hinterlege die Medizin am Übergabeort. Okay. Aufnahme läuft immer noch. Hatte kurz Angstschweiß auf der Stirn. Hallo. So. Haben wir mal 45 Meter sind nicht weit. Sind wir ja schon angekommen. Da brauche ich gar nicht groß gucken, ob hier noch was rumliegt. Der Lootfinger sorgt schon dafür. Alter. Naja. Ach so. Am Übergabeort. Ja, wollen wir mal sehen. Verkaufen Missionen. Okay. Und wo? Das war's, oder was? Krieg ich da jetzt noch was, oder? Ist die Polizei? Regina Jones? Ja, bitte. Danke, V. War sicher nicht einfach, aber du hast das perfekt erledigt. Auftrag beendet. Hm, danke. Frau Professor. Street Bread auf jeden Fall ein bisschen mehr. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen in Richter hoch. Nee. Dann gucken wir mal ins Afterlife. Also hoffentlich nicht in unser eigenes, aber in den Club. Ein bisschen. Mal gucken. Alten Kanister Gammelöl nehmen wir noch mit. Was passiert da gerade? Chad Wade wird gerade verhaftet, wie es aussieht. Das ist der Racial Profiling, oder? Weil der schwarz ist.
So. Okay, hier an dem Treppenaufgang vorbei. Maya, Plektrum und was noch? Kriegen wir nicht gesagt. Der Crew. Wer seid ihr? Speichere schon 10 und so. Ja, toll, dass ich das ausgewählt habe. So, hier hinten ist noch ein Pfefferchen. So, was machen wir da? Da werfen wir erstmal noch einen Haken. Ja, nun. Da guckst du nicht schlecht. Aber, bis auf den kopflosen Reiter, geht's ihm gar nicht so schlecht. Nehmt den nur. Hallo? Olympischer Spitzensportler, ne? Oh, hallo. Was das aber ganz soll? Jeder das von mir? Dass ich das so mache. Ja, Anzug, Oma. Naja, du Pseudo-Samurai. Hm. Ach, guck. Oh, das ist jetzt schon ein bisschen schade. Wir waren ja eigentlich nur auf dem Weg, ne? Aber wir können mal gucken, ist eine neue, coole Klamotte jetzt dazu gekommen, deswegen. Kopfbedeckung. Weste. Noch nix. Paresse. Oh, oder? Okay. In Sicht brauchen wir alles nicht. So. Wenn man dann eigentlich gut ist. Was ähnliches werden wir hier nochmal finden. Hose auch nichts anziehen könnte. Keine neuen Schuhe. So, was haben wir hier? Nicht zerlegen, da ist immer noch eine Quest drauf und ich verstehe nicht, was und wie und warum. Power Sportkit, Power Revolver, Tech Revolver. Warum können wir den noch nicht? Aber wir haben ja eh die andere Knarre. Eine Liberty Power Pistole. Gewöhnlich. Okay. Das aus. Nehmen die stattdessen. Packen da. Hallo. Und packen da eins der Visier rein. Hm. Mündung haben wir leider noch nicht. Dann können wir quasi hinterlegen. Weiß, lassen wir mal. Levelaufstieg. Ach, guck. Ein Vorteilspunkt verfügbar. Preach. Belohnung für Fertigkeit. Schritt. Erhöht die Preach-Produktion 5%. Okay. Schaltet Demon. 3 Minuten lang deaktivieren kannst. 3 Minuten lang verlängert. Brauchen wir eigentlich alles nicht.
So. Jetzt ist Coolness. Konstitution. Was haben wir da? Erhöht die Tragepunkte mit 60. Schlechte Vernichtung, Schrotflinte und leichte Maschinengewehr. Oh. 3% mehr Schaden. Straßenschlägerei. Erhöht den Schaden von schweren Angriffen und stumpfen Waffen. Okay, erhöht den Schaden Angriff-Kombos. Stumpfen Waffen. Deine Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Wäre ja meine Maßnahme. Wollte eigentlich immer noch die Inhalatoren. Tragekapazität hat man eigentlich bis jetzt auch keine Probleme. Reflexe und Tech. Techie brauche ich auch noch nicht. Reflexe. Handfeuerwaffen. Pistolen und Revolver lassen sich 15% schneller ziehen und wegstecken. Ja, verringert die Nachladezeit von Pistolen und Revolvern um 10%. Bei dem Multiplikator für Kopfschüsse mit Pistolen und Revolvern 10%. Nehmen wir das mal. So. Dann rennen wir mal, weil der Jackie wartet bestimmt schon. 200 Meter. Ich folge das aber. Sprich mit Jackie, der Kuh. Ja. Ach, hier soll ich das rein, okay. In die Ordnung. Ach gut. Ciertamente quiero ma. Na endlich, hermano. Was gibt's Neues bei Senora Wells? Du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Die andere Seite. Geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Naja, aber mach's ja ein bisschen. Ist das alles vorbei? Afterlife, wir kommen! Das Afterlife ist überall bekannt. Ohne Decks kämen wir nicht rein. Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Oh, hört sich das eklig an. Aber wir gucken mal. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her. Als die Leute noch richtig begraben wurden. Was willst du? Ich wollte eigentlich an das Teil, was da durch deinen fetten Arsch blockiert ist, Monika. Was haben wir hier? Aufzugterminal. Okay. Und wer seid ihr, Clowns? Deine Mutti hat uns geschickt. Ich bin Wee, das ist Jackie Wills. Freunde von Dexter DeShawn. Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex! Ihr sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Leo. Das ist es. Uiuiui. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Ja, ich gleich schlagen. Die Gespräche sind manchmal auch zum Teil lustig. Ich möchte nicht wissen, was wir da schon an lustigen Scheiß verpasst haben. Erstmal alles abscannen. Ein geiler Club. Hier sind die Toiletten. Deine Lizenz wurde annulliert. Japantown ist für dich tabu. Du musst hier weg, kapiert? Vergesst es. Ich will jetzt mit Wakako reden. Ruf sie doch an. Sie ist bestimmt an deiner Meinung interessiert. Bestimmt ist sie das. Oh,
Hör doch auf, ich will den Aschenbecher. Den Aschenbecher, lass mich frei. Lass mich frei, ob ich mich heiß aussehe. Oh no. So, nehmen, Gott sei Dank. So. Haben wir noch was? Der hat ja einen Urinstrahl des Todes. Oder wie läuft das? So, wir haben alle Kellenbock auf den. Oh, geht noch was? Ich hab ihn. Neues Item, seltsame Spiegel. Okay. Ja, wo man hingeht, nur beobachtet. Das ist, Die Bitch hat uns wieder zu wenig Infos gegeben. Wir wissen zwar, was sie für Ausrüstung haben, aber nicht, wie viele in dem Bunker sind. Großartig. Wird schon. Scham ist unser Glücksbringer, oder Scham? Hey, lass das, sonst antwortet er noch. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Job. Also, wir schicken zuerst Drohnen hoch. Also, hier wird quasi Business gemacht. Sollen wir uns hinsetzen? Ich guck grad zum ersten Mal was. Das ist total geil hier. Komm ich nicht rein? Da komme ich nicht rein. Was ist denn hier? In der Wand muss irgendwas sein. Double Jump gibt's nicht. Stell's dir vor! Susan Forrest! Boa Boa! Vielleicht sogar Morgan Blackhand! Haben alle hier gesessen und sind an der Bar eingepennt. Nur mit. Ich hab eigentlich. Okay. Hier ist irgendwas zum Scannen, aber das wird bestimmt ohne Lösung sein. Hey, setz dich, ich bin gleich bei dir. Hör ich dich mal? Hier ist noch Gedönse. Auf, mach ein. Ach komm, genug gesammelt. Wir setzen uns. Endlich sind wir hier. Alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Für mich nichts. Bestell du für mich. Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chili Schoten. Bei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Jetzt ist sowas wie Leben. Eine Legende gibt's nicht. Ziemlich hoher Preis. Trink auf Night City. Auf den Reichwerden. Auf den Job unseres Lebens. Ich schätze, Leben gibt's nicht. Ziemlich hoher Preis.
auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Wen kann ich hier noch trinken? Alles auf der Karte. Nur einer fehlt, oder? Morgan Blackhand. Stimmt. Morgan muss sich noch entscheiden, ob er tot ist oder nicht. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Meinst du, er lebt noch? Ist Jahre her. Wieso nicht? Sieh dir Rogue an. Leute aus der Ära sind eine Spezies für sich. Hm. Ziemlich hoher Preis, schätze. Nicht. Machen wir ziemlich hoher Preis. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. DeShonor ist Decks Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle 2 Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg, ja? Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Hm. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Alle satt. Na gut. Hals und Bein, Bro. Danke. Was ist denn eigentlich mit Streifenpresse? Die Jacke von Jackie ist halt wirklich geil, ne? Du bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjitsu? Ja. Meinst du, du könntest mich umhauen? Geh rein. Ist der pinche Diener. Was los? Musst mal pinkeln! Ist der pinche Diener. Geh rein. Okay. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Was soll ich denn tun? Ach, guck. Hauen wir mal rein, die Bude. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, hab genug Glas auf den rechten Ausflug aushaben. Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compaqui Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel, Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ja, Parker meint, wir brauchen dich nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Das können wir ja mal machen. Hm? Diese Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Champ Paradis mit Yorinobu, den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzie's. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf.
Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Das ist alles. Gehen wir den Plan. Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Was denn? Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wir haben natürlich alle Fragen. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Bringt uns denn Delamain auch wieder weg? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshawn arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Dann haben wir alles durch. Keine weiteren Fragen. Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Ist das nicht etwas wenig oder ist doch okay, Jack, übertreibst? Nö, das ist ein bisschen wenig. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um Sohnemann sein Scheißspielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? So wichtig sind die Eddies nicht. Na gut, du hast gewonnen. Jackie hat recht, wir wollen mehr. Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig.
Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was ausseht. Cheeto. Danke, T. Eingepackt. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Du und Dex, was geht bei euch? Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Der Plan, was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in einer Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Hey, okay. Ho, let's go. Können wir dann gehen? Ja, ich warte halt nur auf dich irgendwie, ne? Ich muss noch was erledigen. Ich muss noch was erledigen auf jeden Fall. Ich muss erst noch was erledigen. Sind Probleme. Wir treffen uns beim Delamain. So machen wir dies. So. Genau, nimm du mal ein Robo. Denk nur dran, dich umzuziehen. Delamain-Fahrzeug wartet auf dich. Dann lass mal den mal warten. Gehen hier einfach raus. Ist ein bisschen zu einfach, ne? Alles hier so mit dem Gedönse. Da steht noch was rum. Ach, guck. Hier noch ein bisschen Essen hingestellt für die Mission. Ist echt alles wieder erneuert, ne? Aber eigentlich hatte ich das gerade schon mitgenommen. Ach, das Looten ist manchmal echt so eine Sache für sich. Aber wir folgen Jackie. Kann ich dir was bringen? Nee, nee, Moment nicht, danke. Nach dem Job dann. Als ich wegging, war das noch eine riesen Baustelle. Was zum Teufel? Guck sie dir mal an, die Boots. So. Jackie auf dem Weg. So, das Auto. Wenn fliegen Motorräder rum. Ist auch nicht schlecht. Delamain, da ist er. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann geht er ab. Da heißt, bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Tschüss. Out of my house, no! We'll never fade away. What you did to me, I know. So how I find a way, but I think
rather live in peace as Mr. Nobody or go down for all times in a blaze of glory